Hoster, Herr Hoster. Kräuter, das ist ja eine ganze Palette, die es ja da gibt. Und die haben auch jede Menge Anwendungsgebiete. Welche drei Kräuter müssen wir denn eigentlich fast im Haushalt haben und wofür sind sie gut? Also drei Kräuter, die im Haushalt nicht fehlen dürfen, sind zum einen Lavendel. Lavendel entspannt, kann auch wunderbar eingesetzt werden als ätherisches Öl zum Fiebersenken. Als zweites würde ich sagen Thymian. Thymian ist toll bei Husten, Schleimlösen, kann man als Tee aufgießen. Und als drittes würde ich noch dazu nehmen Arnika als Arnikaöl oder als Globuli, wenn man sich mal anstößt, blaue Flecken hat und die schnell wieder loswerden möchte. Das kenne ich auch noch von den eigenen Kindern, da hat man ja dann immer, wenn die so anstoßen, dann nimmt man das ja. Ne? Aber es gibt ja noch ganz viele andere Anwendungsgebiete. Wofür sind Kräuter denn generell gut? Was kann man sich da so vorstellen? Naja, man kann Kräuter zum Kochen verwenden, in Soßen, als Pesto, in Salaten, roh. Man kann Salben draus machen, Umschläge damit machen, als Tee aufgießen, ganz viele Möglichkeiten. Jetzt nur noch die Frage, wo kriege ich die Kräuter her? Wenn ich sie jetzt nicht unbedingt kaufen möchte, kann ich sie wahrscheinlich auch sammeln. Wo mache ich das denn am besten und welche finde ich da so ganz üblich? Also zum Beispiel im Moment, wir waren letzte Wochenende im Rheinwald Bärlauch sammeln, der sprießt gerade, ist total viel da. Und am Waldrand findet man Kräuter, sogar hier im unteren Luisenpark, dem frei zugänglichen Teil, wachsen Brennnesseln ohne Ende. Brennnesseln ist ja dann auch für Tee immer ganz gut, ne? Brennnessel ist für Tee sehr gut. Brennnessel ist harntreibend, ist entgiftend, ist entsäuernd. Und hat ganz, ganz viel Kieselsäure. Und ich messe ja ganz viele Nährstoffe bei meinen Patienten in der Praxis und viele haben Siliziummangel. Und Silizium braucht der Körper für Haut, Haare, Nägel, Bindegewebe und auch für die Makrophagen, die Fresszellen, die sich um Keime und Bakterien kümmern, sodass man vielleicht im nächsten Winter dann der Erkältung vorbeugen könnte. Alles klar, also jetzt schnell Brennnesseln anfangen. Gibt es denn irgendwelche Gefahren auch beim Sammeln, auf die ich vielleicht achten muss oder was das Sammeln vielleicht auch ein bisschen erschwert? Naja, es kommt immer wieder der Fuchsbandwurm ins Spiel. Der ist aber eine der seltensten Infektionskrankheiten in Europa. Und wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, dann kocht man die Sachen. Ab 60 Grad gehen die Eier kaputt. Dann wird manchmal noch diskutiert die Abgase. Aber wir bekommen zum Teil Gemüse von der Autobahn. Also das wird neben der Autobahn angebaut und ist dann auch noch mit Pestiziden bespritzt. Von daher, denke ich, sind die Wildkräuter weniger belastet.